Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir werden in dieser Folge uns in Richtung Schwemmwald hinbegeben, irgendwo inmitten von Clurikon. Wir haben in der letzten Folge alle Dungeons, die wir hier im Wald erklagen, noch unbesucht gelassen haben. Das haben wir alles nachgeholt, haben die eine oder andere Mission abgeschlossen, halt das Übliche, ne? Und ja, sollten jetzt hier auf neues Gebiet stoßen. Warte mal, ich bin übrigens im Mondlager bisschen was an Krempel verkaufen gewesen. War das ja auch eine Mission im Schwemmwald? Ich glaube ja, jawohl. Okay, der Ort, der ist sogar schon eingezeichnet, perfekt. Und ja, ich bin gespannt, was uns jetzt dort erwartet. Also wie halt jedes Mal. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Okay, der sieht irgendwie etwas gruselig aus. Ich glaube, so einen hatten wir aber schon mal. Warte, warte, warte. Ich brauche Gerd. Gerd, bist du da? Ja, okay. Er hat es zu uns geschafft. Sehr schön. So muss das. Warum ist denn eigentlich meine Dings voll? Meine Schicksalsleiste? Hatte ich die beim letzten Mal nicht irgendwie voll verbraten? Ich weiß das nicht mehr. Aber der ist nicht so stark, wie er aussieht. Und ich finde, dass er ziemlich geil aussieht. Ich habe nichts gesagt. Gar nichts habe ich gesagt. Hallo, willst du nicht mal irgendwie an Gerd rumknabbern? Jetzt mal ehrlich. So Hühnchen wie du sind irgendwie so ein bisschen auf Knochen fokussiert. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Geiles Vieh auf jeden Fall. Wenn auch sehr, sehr furchteinflößend. So, Stulpen hier, Stulpen da, Stulpen. Tralala. Ich glaube, das ist alles voll scheiße. Wir nehmen es natürlich trotzdem mit. Einfach damit ich das nochmal genauer inspizieren kann offscreen. Bevor es dann endgültig beim nächstbesten Händler landet. Ja, ganz schön gruselig. Das kam gerade mehr als überraschend. Hier haben wir einen Schatz quasi am Wegesrand im wahrsten Sinne des Wortes. Großschwert, ja, Schattenprisma, Plunder. Alles schick. So, ich bin jetzt mal so mutig und mache meinen Schutzzauber wieder weg. Und bin gerade etwas hibbelig wegen dem, was uns jetzt bevorsteht. Zumal, das wird, lass mich mal kurz gucken, die letzte Ecke sein hier in diesem ganzen Sumpfkonstrukt. Also ich weiß nicht, ob das ja auch noch Sumpfgebiet sein wird, aber wir sind gar nicht mehr so weit von Alabastra entfernt. Und jedes Mal, wenn sich abzeichnet, dass wir auf ein neues Gebiet zusteuern, bin ich immer so ein bisschen hibbelig. Das ist wie in Urlaub fahren in ein Land, wo man noch nie war. Nur ekliger. Zumindest wenn man von Clurikon ausgeht. Also der Schwemmwald, der macht seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre, so auf den ersten Blick. So, warte mal, bin ich jetzt ja auch immer schön brav die Ränder abgelaufen? Okay, werden wir mit Sicherheit auch wieder Wissenssteine und sowas alles finden. Aber ich will hier erstmal wieder meine übliche Vorgehensweise verfolgen. Also sprich, erstmal mit dem Randknutschen von den Rändern aus beobachten, was hier so passiert. Das ist erstaunlich ruhig. Hier haben wir jetzt die erste Gegnergruppe. Und was seid ihr? Morgans. Okay, Morgans mag ich. Die sind cool. Auch wenn gerade einige von denen meinem Zauber gut widerstanden haben. Aber das ist egal. Das soll ja nur kein Qualitätskriterium sein, ne? Ja, auch scheiße, wenn die Gegner in meiner Gunst sinken. In dem Moment, wo sie resistent gegen meinen Blitzangriff sind. Wobei, so abwegig ist das gar nicht, ne? Eigentlich ist es sogar ziemlich legitim, Gegner zu hassen, wenn die dem eigenen Angriff gegenüber gut gewappnet aufgestellt sind. Okay, irgendwie habe ich den Aufbau noch nicht so ganz kapiert. Warte, ich muss jetzt erstmal gucken. Zweimal drehe ich mich im Kreis, schon verlaufe ich mich. Schon wieder sehr bezeichnend. Irgendwie ist das komisch hier. Der Baum ist irgendwie, der sieht aus wie, als würde er seine Arme ausstrecken und sagen, komm, umarme mich. Und ich sage, ich würde dich gerne umarmen, aber deine Taille ist so weit, dass ich gar nicht einmal rumkomme. Und er wird sagen, tu es trotzdem, hab mich lieb. Okay, hier sieht er nicht mehr so hab mich liebmäßig aus. War gerade alles nur eine Frage des Blickwinkels. Und nein, ich bin nicht betrunken. Ich habe keine Drogen genommen. Es ist alles gut. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Ich habe nur manchmal etwas merkwürdige Assoziationen. So sieht's mal aus. Oh, da ist irgendein Ziel.
Ach so, das ist einer der Steine. Ja, Etliche klar. haben die Geheimnisse der Magie gestohlen und sind nun gekommen, um uns auch unser Land zu nehmen. Doch alles, was sie hier finden werden, ist der Tod. Okay. Ich hoffe, dass du nicht recht behältst. Ich mag deine Prognose nämlich nicht. Ach so, warte mal. Erstmal hier. Und dann das. Da sehe ich sogar drei von diesen Steinen. Kann das sein? Sind das alles Gegner? Nee. Boah, ich dachte gerade, mein Spiel stürzt hier ab. Ich glaube, das hier könnte aber sehr unbequem werden. Und wenn ich das richtig sehe, gibt es hier so einige Zauberer. Es gab sie. Schon die Stärke einer einfachen Armee bereitet euch Schwierigkeiten. Da frage ich mich, wie ihr euch wohl gegen die Macht eines Gottes behaupten werdet. Setz dich hin, lehn dich zurück und guck's dir an, Mr. Gutflor, anstatt hier die ganze Zeit dumm rumzupalavern. Ich habe keine Angst vor euch. Natürlich nicht. Ihr mögt eine törichte, unreine Versündigung gegen die natürliche Ordnung sein. Aber ich muss euch zugestehen, dass ihr kein Feigling seid. Es gibt für euch nur eine Lösung. Ihr werdet gereinigt, wenn Tiernoch die Barmherzige in unsere Welt kommt. Schon bald. Ja, durch sie werde ich gereinigt, ja. Bin ich ja mal echt gespannt, was die mir so für Hygienemittel mitbringen wird. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir das durchlaufen werden, aber. Ja, interessant. Man könnte jetzt, wenn man so ein bisschen überheblich wäre, könnte man jetzt meinen, dass Gutflow so ein bisschen gewirkt hat, als hätte er vielleicht sogar Angst vor uns. Also er hat zum ersten Mal irgendwie relativ respektvoll von uns gesprochen, kann man glaube ich so sagen, ne? Aber ich glaube, das hing auch mit der Antwort zusammen, die ich ihm da gerade gegeben habe. Hallöchen, alter Verwalter. Du hast aber eine gute Grundverteidigung, kann man gar nicht anders sagen. So, damit haben wir Steinchen Nummer 2 auch in unseren Besitz gebracht, beziehungsweise zerstört. Nicht in unseren Besitz gebracht, wir wollen sowas ja nicht. Oder hat sie da irgendwas gesammelt? Nee, das war nur mit kaputt machen und so. So, Gegner, Urwaldbewohner, Sumpfbewohner, Lieblinge, was auch immer. Ich weiß nicht, ob das hier eure Wahlheimat ist, aber. Ich glaube, ihr werdet diesen Ort bald nicht mehr so gerne mögen, denn Gerda ist hier und hat vor zu randalieren. Sie kommt auch gerne wieder zurück, egal wie viele hässliche Sumpfwalkers ihr hier hinstellt. Okay, Gerd, kannst du irgendwie mal ein bisschen helfen? Also, ach, Gerd ist gar nicht da, ne? Okay, warte, warte, das ist jetzt irgendwie scheiße. Aua. Ich würde ganz gerne Gerd holen. Boah, ich hasse diese Walkers. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Walkers hasse? Ich glaube, ja. Aber ich glaube, es war immer noch nicht häufig genug. So. Einmal das. Einmal das. Ja, hat funktioniert. Dann würde ich mich ganz gerne nochmal heilen. So, Gärtchen mir den Rücken frei hält. Ja, seit der letzten Folge habe ich beschlossen, ein bisschen netter zu ihm zu sein. Kann ja nicht angehen, dass ich ihn immer so voll pöble. Und er mal der Leidtragende für meine Unfähigkeit ist, ne? Dem muss ich natürlich Einhalt gebieten. Die Erleuchtung kam spät, aber sie kam. Und ich hoffe, dass ich. Also hat sich der Sumpfwalker wieder regeneriert? Oder habe ich dem vorher gar nichts abgenommen? Ich habe keine Ahnung. Aber mit Gerd geht das ohne Probleme. Ey, ganz ehrlich, was mache ich denn, wenn ich mit dem Let's Play irgendwann durch bin? Ich werde Gerda und Gerd voll vermissen. Das geht mal gar nicht klar. Ich muss mir dann ein Spiel suchen, wo ich einen anderen Gerd irgendwie habe. So einen Ersatz-Gerd. So. Wisst ihr, was ich meine? So ein Kompensations-Gerd. So ein. Recycelter Gerd, so ein Gerd 2.0. Jetzt fallen mir aber wirklich keine Synonyme mehr ein. Okay, ich laber schon wieder zu viel Scheiße. Ich werde jetzt 5 Sekunden schweigen. Cool. Das fühlt sich voll ungewohnt an. Ich fühle mich irgendwie voll schuldig. Weißt du, wie sich das anfühlt, auch wenn der Vergleich vielleicht irgendwie so ein bisschen falsch ausgelegt werden könnte. Aber das hat sich so angefühlt, als würdest du auf Arbeit sitzen, die Hütte brennt und du würdest für 10 Minuten deine Arbeit niederlegen und einfach Arbeitsverweigerungen betreiben, in der Hoffnung, dass gerade keiner guckt. Ja, so hat sich das gerade angefühlt, aber irgendwie witzig. Ich glaube, das mache ich jetzt in jedem Part immer.
Und dann könnt ihr danach immer abschalten, weil dann wisst ihr, okay, der Moment der Ruhe, das wahrscheinliche Highlight jeder Parts, die da noch kommen mögen, der ist jetzt vorbei. Jetzt mag ich nicht mehr. Nee, im Ernst, ich muss manchmal, also das fällt mir bei der Nachbearbeitung auf, manchmal empfinde ich mein eigenes Gerede selbst als dezent anstrengend. Wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, in irgendeinem anderen Let's Play habe ich das, glaube ich, auch schon mal umrissen vor ein paar Tagen oder so. Kein Plan. Ich glaube aber, das war nicht Kingdoms of Amalur. Ab und zu kommentieren ja Leute auf ältere Videos auch, also auf ältere Projekte, ne? So die ich, weiß nicht, die fünf ersten oder so. Und ich fand damals mein Wow. Hallöchen. Da blitzte aber gerade viel auf. Und warum nicht hier im schwarzen Bereich? Hier interessiert mich das gerade viel mehr. Okay, warte mal. Hier komme ich auf jeden Fall jetzt ins nächste Gebiet. Das heißt, da laufen wir erstmal noch nicht lang. Und, also ich habe zwar damals auch schon viel gelabert, aber ich habe, wenn ich mir meine alten Videos anhöre, also so wirklich die allerersten, und das, was ich jetzt sage, bezieht sich explizit auf mein Terranigma-Let's Play, Ich kann mir da irgendwie nicht zuhören. Das klingt irgendwie so mega geschauspielert und gestellt und komisch Stock im Arsch mäßig betont und also noch schlimmer halt als jetzt, ne? Weil man kann mir halt jetzt unterstellen, dass das immer noch so ist. Ja, da spaziert einfach ein Borka an mir vorbei. Du, also ich hasse euch eigentlich als... Oh, wie schnell der abdüst. Ja, okay, soll er machen. Da habe ich zwar umsonst Gerd geholt, aber auch ein Gerd möchte mal ein bisschen frische Sumpfluft schnuppern. Nee, das ist, also ich immer wieder, auch wenn das so in der deutschen Let's Player Community Sanktuarium Grotte diskutiert wird, zum Beispiel im Let's Play Forum und so, wo ich ja auch ab und zu immer noch so meinen Senf mit dazugebe, da... Oh, das sieht voll schön aus irgendwie, aber auch voll gefährlich. Warte mal, ich bin jetzt schon wieder voll verwirrt, weil ich nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Da habe ich zwar eine Zeit lang immer behauptet und das vielleicht auch sogar mal ausgesprochen in dem einen oder anderen Video, dass ich gar nicht so finde, dass ich mich großartig verändert habe in der Art und Weise, wie ich kommentiere. Aber ich glaube, ich muss das revidieren, so, weil... Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das ist eine absolute Katastrophe, was ich vorher gemacht habe. Aber ich persönlich kann das alte Zeug irgendwie mir gar nicht mehr anhören. Also ich, ja doch, irgendwie schäme ich mich ein bisschen dafür. Das Gute ist, ich habe halt erst mit YouTube angefangen, als ich einen gewissen technischen Standard auch hatte. Also ich wollte ja keine Kompromisse eingehen, so was jetzt so Bild- und Tonqualität angeht. Aber bei der Art und Weise, wie du so ein Video kommentierst, da kannst du ja, okay, man könnte schon sich irgendwie da, weiß ich nicht, wie viele Monate, Jahre darauf vorbereiten, indem man immer so Probe-Commentaries macht, aber das ist immer was komplett anderes, wenn du dann im Live-Betrieb anfängst. Und komischerweise finde ich, glaube ich, meine allerersten Videos gar nicht so schlimm wie diese zweite Phase, die ich so schlimm finde, zum Beispiel bei Terranigma. Ich kann euch nicht mal begründen, was ich daran so furchtbar finde, aber für mich ist das jedes Mal total Fremdschämen. Also das Fremdschämen hat jetzt halt mit den aktuellen Videos einfach nur eine andere Stufe erreicht, ja, weil sich mein Fremdschämen jetzt weniger auf das beläuft, was ich hier spiele, also, oder was ich hier für Fails einbaue. Aber ich rede jetzt halt so... Also ganz ehrlich, wenn wir uns irgendwann mal gegenüberstehen sollten, ja, dann werdet ihr feststellen, dass ich in echt genauso rede wie so auch. Also da merkt man keinen Unterschied. Also sagen auch meine Freunde, die ab und zu mal in die Videos reingucken, dass das früher halt ein bisschen gestellter war. Ich meine, ist ja auch nicht verwunderlich. Ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Aber dann kommt schon wieder diese perfektionistische Ader durch, dass ich mir dann sage... Mann, ey, weißt du, da hast du eins deiner absoluten Lieblingsspiele, wenn wir jetzt von Terranigma ausgehen, hast du jetzt schon auf deinem Kanal. Und das werden vielleicht so in den nächsten Jahren immer mal wieder Leute anklicken und sich angucken. Und die werden sich dann vielleicht denken, oh, das Spiel war ganz geil, inhaltlich hat sie das vielleicht auch ganz cool kommentiert, aber naja, die Stimme, die geht mal so gar nicht. Oder das und das gefällt mir gar nicht. Und obwohl das ewig später ein bisschen anders aussieht. Also, wisst ihr, was ich meine? Über sowas mache ich mir dann immer Gedanken. Aber ich glaube, das ist gar nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, über sowas denken viele YouTuber nach. Obwohl ich gar nicht, ehrlich gesagt, gar keine
Einschätzung gerade habe, ob das eher der Großteil ist oder ob ich eher zu der Kategorie gehöre, die da so ein bisschen exotisch aufgestellt sind mit ihrer Selbstkritik. Hallo! Ich habe gerade voll die tiefgreifenden, tiefgründigen Gedanken. Finde ich ja nicht so geil, dass du mich da unterbrechen magst. Tschüss. Wie auch immer. So, alle weg. Jetzt irgendwas zu looten, jawohl. Und du auch noch. Furchtschuppenstiefel. Klingt irgendwie gar nicht mal so schlecht. Muss ich mir mal angucken. Was ist das denn hier noch? Bonlach. Bonlach klingt echt wie so ein Dorf oder wie so eine Kleinstadt, die es tatsächlich in Deutschland geben könnte. Dieser ganze Ort hier, also dieser ganze Schwemmwald, der erinnert mich total an... Ich muss mal die Nase kratzen. Wie hieß denn diese eine Ecke da? War das der Siede? Ich glaube, das war nicht der Siede. Dort in dem Gebiet, wo der eine... Also wo man so viel schwimmen konnte, wo auch so viel Wasser überall war... Und wo dieser eine Fischer, an diese Quest erinnere ich mich komischerweise noch, der wollte da, hat da irgendwie seine verlobte Querstrich-Frau vermisst, die am Ende dann irgendwie voll das Monster war. An das Gebiet erinnert mich das. Also so die Gegend um Ettenmeer rum. Oder hieß sie sogar Ettenmeer? Keine Ahnung. Mann, ja, ist jetzt auch mal gut hier. Ich frage mich echt, ob die Borkas irgendwann mal aufhören zu stressen. Also ob die irgendwann mal so... einfach von der Hand gehen, dass ich die jetzt nur noch als Kanonenfutter betrachte. Heilrüstung. Heilrüstung. Ich glaube, mit uns beiden könnte das was werden. Warte mal, wenn ich da jetzt diese... Ach, aber ich habe hier... Ah, diese epische Gemme. Die epische Gemme macht das alles einfach unfassbar episch. Wobei ich hier natürlich den Vorteil noch hätte, dass ich die 60 Mana Plus noch habe. Aber die ist ganz knapp schlechter. Aber auch nur ganz knapp oder übersehe ich irgendwas, weil ich werde jetzt, um zukünftig nicht Verwirrungen zu streuen, ich werde jetzt direkt in den Plunder packen. Ah, die klingen auch so geil. Ich habe die jetzt in den Plunder gemacht. Ganz knapp Spiel, ganz knapp, ein bisschen besser und ich hätte mir das auch angezogen und hätte mich tierisch gefreut. Aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Ich werde auch diesen Moment nie vergessen, wo ich da an die Türe, war das nicht sogar eine Apotüre? Dieses eine Dings da, diese Rüstung gefunden habe, das war einfach so unfassbar krass. War das nicht sogar die Rüstung mit der ersten, mit dem ersten epischen Gem-Slot? Alter Schwede, gibt es auf jeden Fall noch einige Kisten. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht. Was ist das denn hier? Was? Tinjats, was? Okay, ich frage einfach nicht weiter nach, sondern lauf da erstmal hin und schau, was passiert. Aber erstmal will ich wissen, was wir für Ariel tun können. Hallo, gutste Frau. Habt ihr hier in der Gegend zufällig einen Almain mit Namen Deod Dungaras getroffen? Der verdammte Narr hat sich von Murgan verschleppen lassen. Das sind aber auch ganz schön aufdringlich, die ganzen Murgan. Hier, wer bist du denn? Ich bin Feldforscherin für das Livrarium von Adessa. Ich bereise die Welt und sammle Gegenstände für Gnome, die besser wissen als ich, was man mit ihnen anfangen kann. Okay, ich mag die irgendwie. Die hat irgendwie eine interessante Art und Weise, ihre eigene Funktion hier zu umreißen. Aber man sieht ja auch schon an, dass sie aus Adessa kommt. Hätte ich mir eigentlich vorher auch schon erschließen können. Und was hat es mit Deod auf sich? Ich habe ihn in den Docks von Rathia als Träger angestellt. Es war gar nicht einfach, jemanden zu finden, der mich in diesen Sumpf begleitet. Wir waren gerade in Sichtweite des Schlosses. Da haben uns die Murgan bereits angegriffen und ihn verschleppt. Und lass mich raten, der wird bestimmt in irgendeinem Dungeon hier in der Nähe dann auffindbar sein, hoffentlich noch lebendig und in ganzen Stücken. Melsenshir? Ich hatte nicht erwartet, dort so lange festzusitzen. Aber bevor die Belagerung durchbrochen wurde, war es nahezu unmöglich, sich durch die feindlichen Linien zu schleichen. Okay, du bist aber trotzdem weit gekommen. Hoffentlich können wir deinen Kameraden noch ausfindig machen. Murgan? Widerliche Kreaturen. Sie sind einfach aus dem Wasser aufgetaucht und haben sich Deod geschnappt, bevor ich auch nur reagieren konnte. Keine Lösegeldforderung oder so. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir den noch lebendig antreffen werden. Schwemmwald? Wenn einen nicht die Krankheiten oder Tiere töten, erwischen einen die Murgan. Aber da ihr es so weit geschafft habt, dürfte euch wohl klar sein, dass es ein gefährlicher Sumpf ist. Ja, aber primär wegen dem Borka, aber das will ich dir jetzt nicht so auf die Nase binden, denn die Murgan finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Was macht ihr hier?
Ich bin auf einer wichtigen Mission für den Templer Julius Marvern. Er hat mich losgeschickt, um ein Artefakt aus Bonlach, einem riesigen Schloss hier vor Ort, zu holen. Leider verlief nicht alles nach Plan. Erst saß ich eine gefühlte Ewigkeit in Melsenschir fest und jetzt haben Morgan meinen Träger verschleppt. Könntet ihr mir wohl ein bisschen behilflich sein? Eure Zeit vergüte ich selbstverständlich. Brauchst du gar nicht. Ich mag dich. Ich helfe dir gerne. Aber sag mal, was das für ein Artefakt ist, bitte. Ich fürchte, Näheres weiß ich darüber auch nicht. Nur, dass es klein und leicht zu transportieren ist. Ist ja schon mal etwas. Erzählt mir mehr über Bonlach. Es muss von Narren erbaut worden sein. Mitten in einem Brutgebiet der Murgan. Es hat nicht lange gedauert, bis die Murgan es angegriffen und die ursprünglichen Bewohner verspeist haben. Ah, ja. Aber wer weiß, vielleicht wurde das zu einer Zeit erbaut, wo das Murgan-Problem noch gar nicht bestand. Ich werde euch helfen. Großartig. Bitte nehmt als erstes diesen Murgan meinen Rucksack ab. Deod hatte ihn, als er gefangen genommen wurde. Und darin befindet sich der Schlüssel zum Schloss. Wir treffen uns am Eingang von Bonlach, wenn ihr ihn zurückgeholt habt. Okay, also ich werde da jetzt schon hingehen, weil ich glaube, das liegt ja auch gerade genau auf unserer Route Bonlach. Dort lebt schon seit Jahrhunderten niemand mehr. Was kaum überrascht, da die Feien es mitten in eine Brutstätte der Murgan gebaut haben. Okay, also sie hält daran fest. Vielleicht hat sie auch recht, aber ich bin der Meinung, gerade bei so Burgen, die ja durchaus so einige Jahrhunderte auch überstehen können, wenn sie gut und massiv gebaut worden sind, dass das nichts heißen muss. Aber ich weiß auch nichts über die Lebenszeit und die Existenzdauer von Murgans, deswegen bin ich mal ganz leise. Julius Marvern. Mein Auftraggeber ist ein Sammler alter Artefakte. Er ist äußerst geheimnisvoll und bleibt meist für sich. Aber ich vermute, er sucht nach etwas Bestimmtem. Sie klingt, als hätte sie ein bisschen Bewunderung für seine Arbeit übrig. Also für seine Arbeit oder ihn, keine Ahnung, wegen eures Rucksacks. Deod hatte ihn, als die Murgan ihn verschleppt haben. Sie sind mit ihm nach Norden. Nach Norden. So, so. Tschüss, kleine Maus. Pass auf dich auf. Ich glaube, die würde mich so verprügeln, wenn sie hören würde, dass ich sie kleine Maus nenne. Aber ich finde die trotzdem mal voll süß, die kleinen Leute, die hier in dem Spiel. Wobei ich auch nicht alle Gnome gerne mag, denen wir hier über den Weg gelaufen sind. Aber sie war irgendwie okay. Also so, weiß ich nicht, irgendwie mochte ich sie. So, das nehmen wir mal mit. Das vollgesumpfte Rüstungsdingensstückel. Und da dürfte es eigentlich noch nicht weitergehen, weil wir ja diesen Rucksack noch nicht haben, ne? Wir können ja mal gucken, ob sie uns trotzdem jetzt in ein Gespräch verwickelt. Ich finde das aber irgendwie... Also die Ecke finde ich gerade richtig schön. Und das finde ich gerade echt ein bisschen gruselig. Ich fühle mich gerade echt hier wie so ein Tourist auf Island oder so. Kann mir das gerade nicht anders erklären. Ich meine, ich bin da noch nie gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass es da den ein oder anderen... Ort gibt, der hierzu ganz gut passen würde, so. Also zumindest in meiner Vorstellung. So, hier kommen wir jetzt nicht rein. Aber wir haben hier einen Wissensstein und das hat sich voll gereimt. Ha! Stein von Chlorikon. Die Tuatha haben den Krieg über die Winterfeien gebracht. Sie ziehen uns alle in diesen Konflikt und verwandeln den Hof des Winters in eine Maschine des Krieges. Doch das Haus der Sorgen weigerte sich, sich anzuschließen. Sie waren die einzige Verkörperung des ganzen Winters. Alles, was gut und einzigartig an unserem Volk war. Es ließ sich nicht so leicht abschaffen. Okay. Ich finde, das sieht so unfassbar schön aus. Also ich finde, wenn man nur diese Perspektive hier hat... Dann sieht man auch gar nicht, dass sich hinter uns oder jetzt in dem Fall rechts von uns so ein ekelhafter, gefährlicher Sumpf befindet. So, wisst ihr, was ich meine? Dieser eine kleine Ausschnitt, der hat den Schwemmwald gerade in ein echt schönes Licht gerückt. Okay, da haben wir das letzte Steinchen. Eine Sterbliche wagt es, sich gegen Tier noch zu stellen? Erschlagt sie und salzt die Erde ihres Grabes. Nichts darf leben, solange Tier noch es nicht befiehlt. Okay, das ist mir eigentlich erstmal vollkommen egal, was ihr davon denkt. Oh, ich hätte vielleicht erstmal Gerd holen sollen. Oder beziehungsweise auch meinen Schutzzauber anlegen sollen. Aber hey, ich habe ja die ein oder andere Mutprobe auch in den anderen Folgen schon zum Besten gegeben. Wir werden das schon irgendwie
meistern. Leisten dürfte ich mir sowas natürlich nur dann nicht, wenn ich gerade auch schwer spiele. Aber das ist glücklicherweise gerade nicht der Fall, deswegen ist alles gut. Ach, der eine, der lebt noch hier. Steht Gutflow eigentlich da und guckt sich das an? Ja, da steht da voll sein Leben am Stein. Und kommt jetzt zu uns, oder? Kann ich nicht... Was auch immer ihr versucht und so sehr ihr auch kämpft, ihr folgt einer Illusion. Auf euch wartet kein Sieg, nur der Tod. Solange ich nicht tot bin, kann ich aber noch Kraft und Hoffnung schöpfen, ne? Muss mich ja erstmal irgendwie umgenietet kriegen. Eure Armee stirbt. Ja, aber der Tod, so wie ihr ihn seht, ist für uns ohne Bedeutung. Der große Kreislauf bringt jeden Tuata wieder als Tuata zurück. Und jedes Mal, wenn dies geschieht, wird Tyr noch stärker. Schon bald wird sie in diese Welt hineingeboren werden. Ihr werdet selbst Zeugen ihrer Macht werden. Und das wird das Letzte sein, was euer sterbliches Fleisch je spüren wird. Naja, aber ich werde ja auch immer stärker. Ist ja nicht nur so, dass Tyr noch die ganze Zeit irgendwie ihre Kräfte bündelt. Auch wenn ich jetzt nicht so großspurig sein möchte und behaupten will, dass ich stärker sein werde als sie. Zu Kydan zurückkehren. Kydan? Sydan? Ich habe, glaube ich, am Anfang mal Sydan gesagt, obwohl das eigentlich Kydan lautet oder so. Kann auch andersrum sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir den angetroffen haben. War der irgendwie vor Melsenshir? Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Warte, ich krieg den Cursor gerade nicht so platziert, wie ich will. Achso, ich hätte natürlich auch einfach nur ranzoomen können. Elite-Morgan. Ich glaube, das wird der Morgan sein, wo wir den Rucksack jetzt gleich finden werden. Gerd, bist du noch fit? Ich würde dich ganz gerne für den nächsten Kampf jetzt hier auch nochmal um Unterstützung bitten. Warte mal, ich mach mal jetzt sicherheitshalber vorher schon mal den hier. Ja, und jetzt verreckt Gerd. Ist ja schon wieder so bezeichnend. So, jetzt haben wir ihn aber wieder. Okay, auf geht's. Ach, da liegt er auch schon. Ich dachte, der wird erstmal von irgendeinem Murgan gedroppt werden, aber der wird wahrscheinlich noch am Leib seines Opfers hängen. Kleben, dran sein, keine Ahnung. Okay, aber Gefahr geht jetzt von dieser Truppe nicht wirklich aus. Ich dachte, wir haben jetzt hier vielleicht so eine Art Mini-Boss-Kampf oder so. Weil das sah so auffällig irgendwie aus, diese ganze Ecke hier. So, bevor wir zum Zielobjekt gehen, gucken wir erstmal, was wir hier im Strudel drin haben. Sehr gut. Und dann ist hier noch ein Schatz neben dem Kringel, beziehungsweise sogar zwei. Nur der eine ist eingezeichnet und der andere nicht. Silvanite Großschwert, jawohl. Alles einstecken, da haben wir ihn. Und leider lebt er nicht mehr. Tut mir leid, Kumpel. Ariels Rucksack untersuchen. Aus weichem Leder mit zahlreichen Löchern und Krallenspuren, aber durchaus noch intakt. Auf der Seite steht der Name Ariel Perien. Tja, schlechte Neuigkeiten. Aber ich glaube, wenn sie selber auch so ein bisschen realistisch ist... Ach so, ich dachte, das wäre ein Kudok. Boah, diese Viecher. Okay, warte. Warte. Das ist nämlich schon wieder die gleiche Grundverteidigung. Eine ähnliche Situation wie vorhin mit diesem Rüstungsteil. Das hat diesen einen Bonus mit der Mana-Regeneration, aber schmiert halt wieder so ein bisschen ab, weil es diesen epischen Gem-Sword nicht hat. Deswegen packe ich das jetzt auch in den Plunder. Wir sind so kurz davor, irgendwie eine neue Rüstung zu kriegen, ja? Das ist irgendwie... Aber warte mal, ich würde mir sein Gesicht nochmal angucken. Echt gruselig. Aber die finde ich echt spooky. Creepy. Creepy, wollte ich eigentlich sagen. In letzter Zeit sage ich aber ständig immer spooky. Keine Ahnung warum. So, Sumpborka. Ich bin jetzt hier ohne Schutzzauber. Guck mal, das müsste eigentlich voll der Motivationsschub für dich sein, jetzt hier irgendwie mal richtig auf die Kacke zu hauen. Ich wollte eigentlich gerade zaubern. Ich stand so gut, dass der Boggart mich hier voll von der Seite unterbrechen musste. Ey, geht doch mal gar nicht hier. Meister Gerda greift niemand an. Offensichtlich doch, aber man kann es ja mal versuchen. So, mitnehmen. Jawohl. Wie viel haben wir jetzt hier noch? Boah, das Gebiet ist aber deutlich größer als die anderen. Ich werde jetzt erstmal
hier meine Umrundung fortsetzen, bevor ich jetzt irgendwie den Rucksack abgebe und zu Küdern dann vielleicht nochmal vorbeischaue und so. Es wäre nämlich ganz cool, wenn wir in diesem Part den ganzen Schwemmwald komplett abwickeln könnten, also einmal umrunden und dann in der nächsten Folge die ganzen Dungeons und so mitnehmen. Und wenn ich jetzt zu meinen Questgebern zurückkehre, das müssen wir dann schauen, wie sich das zeitlich ausgestaltet, sobald ich hier eben durch bin. So, wer ist da? Wieder ein Borker. Habe ich Gerd noch? Ich glaube nicht. Okay, das ist gerade denkbar ungünstig, was hier abgeht. Warte. Gerd? Okay, warte, das sollte ich jetzt wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ah, sind das zwei? Nee, das ist nur einer, oder? Ich dachte nämlich gerade... ich dachte gerade irgendwie, dass jetzt zwei Sumpfborkers hier irgendwie auf mich eindreschen. Okay, das ist gerade eine Scheißsituation. Okay, jetzt liegt er am Boden. Also so halb zumindest. Okay. Ja, wenn man sich einigermaßen auf die vorbereitet, dann sind die gar nicht so schwer. Aber wenn man dann immer so töricht reinrennt, wie... Ich dachte gerade schon wieder, dass da ein zweiter Borker ist. Ich kriege hier voll die Borker-Paranoia schon wieder. Und das eine Gebiet, von dem ich immer noch nicht weiß, wie es heißt... Okay, warte, ich gucke jetzt. Macht mich gerade wahnsinnig, dass ich immer darauf anspiele, ohne es namentlich benennen zu können. Ettinmeer, ja, sage ich doch. Dieses Gebiet hier, das hat ja auch relativ viele Borkers, wenn ich das jetzt nicht total verwechsle. Deswegen passt dieser Vergleich, egal aus welcher Perspektive man ihn zieht. So, da bin ich jetzt nicht oben gewesen, weil ich mich habe ablenken lassen von dem ganzen Gegnergesochse hier. Und lass mich raten, hier kommt bestimmt wieder so ein Banshee an, oder wie die heißen. Weiß immer noch nicht, wie man die richtig ausspricht. Was seid ihr? Ach, ihr seid Morgans, okay. Ich habe üble Dinge über euch gehört, Leute. Ich weiß nicht, ob das euer Ziel ist, diesen Ruf auch mitzunehmen. Wahrscheinlich schon. Und da ist... Achso, ich dachte gerade schon wieder, dass das ein Borker wäre. Ich glaube, meine Borker-Paranoia werde ich jetzt hier in der Folge auch nicht mehr so wirklich abstreifen können. So, stirb! Du Mistvieh! Du siehst gruselig aus! Obwohl du tot bist, hast du immer noch deine Augen offen. Und deine Augen sind generell irgendwie gruselig. Mag ich nicht. So, auch wenn ich das irgendwie beeindruckend finde, aber... Nee, mag ich nicht. So, hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein Schatz. Warte mal, das hier mache ich mal weg. Was haben wir hier Schönes? Napolsborke. Ja Mensch, dafür reist man doch gerne um den halben Planeten. Für eine Napolsborke, ne? Ist klar. So, mitnehmen, Plunder mitnehmen. Was haben wir hier? Schrankenloser Kyras. Hatten wir sowas schon mal? Das klingt irgendwie voll speziell und so, aber bringt uns jetzt halt auch nicht so sonderlich viel. Hey, Wissenstein, was geht? Stein des Winters. Die Natur eines Abends ihren Weg änderte und Gutflow wie ein zerrissener Faden, der aus dem Gewebe hängt, die Krone von Martons Haupt nahm. Ein Scherz, sagte er. Ein Scherz! Und der Hof schüttete sich aus vor Lachen, denn Gutflow war oft wie die Nachtigall, mit vielen Rufen, doch nie einem eigenen. Er setzte die Krone auf sein Haupt und zog lächelnd ein blutrotes Schwert. Mit einem Hieb seiner neu gefundenen Freiheit verriet er die Feien. Das war mal interessant. Also das ist seit langem mal wieder ein Wissensstein gewesen, wo ich auch irgendwie ein praktisches Interesse so mitbringen konnte. Weil ich meine, diese ganze Gutflow-Thematik, die ist ja relativ aktuell. Wenn man bedenkt, dass wir uns wenige Minuten zuvor noch mit ihm unterhalten haben hier. So, was ist das jetzt hier für ein Kringel? Ach stimmt, das war diese Krypta. Ja, die sollten wir noch aufsuchen, damit wir uns da hinbeamen können. Nee, also irgendwie mag ich diesen Ort, auch wenn der auf den ersten Blick so ein bisschen befremdlich aussah. Der gefällt mir letzten Endes dann doch sogar ein bisschen besser als die Ecke, wo wir vorher gewesen sind. Im Wald der Klagen, wo das halt alles so ein bisschen undurchsichtig war. Was ich hingegen an diesem Gebiet hier gar nicht mag, ist, dass das im Grunde genommen eine so eine riesige Fläche ist, ne? Aber wie gesagt, mit der maximierten Sinnesschärfe, finde ich, wird einem das hier echt einfach gemacht, auch den Überblick zu behalten. Deswegen kann ich mich in Kingdoms of Amalur sogar mit so gebietlichen Befindlichkeiten ganz gut arrangieren, wo ich bei anderen Spielen sagen würde, ne.
Geht ja mal überhaupt nicht. So, da liegt noch irgendwas Lootiges. Nehmen wir natürlich mit. Und das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge aufsuchen. Mal gucken. So, damit sind wir auch mit unserer Umrundung fast schon durch. Vielleicht, da ist noch ein Auftraggeber. Ach, guck mal an. Ich wollte gerade sagen, bis ich das dann gesehen habe mit dem Ausrufezeichen, dass wir vielleicht ein Dungeon sogar in dieser Folge noch untergebracht kriegen, aber ich glaube, das wird nicht machbar sein. Dafür werden wir höchstwahrscheinlich, so meine Prognose, noch in dieser Folge zu Kühlern nochmal rüber dingsen und den Rucksack auch noch abgeben können. Das müsste dann nämlich machbar sein. Es sei denn, ihr sprengt jetzt hier so ein bisschen den Zeitansatz, meine lieben Gegner. Was ich für euch nicht hoffen möchte. Macht euch nicht unbeliebt, wie gesagt. Auch wenn Murgern grausame Dinge anstellen, seid ihr trotzdem mit meine Lieblingsgegner. Immer noch. So, aber das dürft ihr nicht der kleinen Gnomenfrau sagen. Ich glaube, die würde mich sonst mega hassen. Obwohl sie eigentlich auch ein bisschen abhängig ist von uns. Haben wir hier irgendeinen Borker? Nee, ne? Okay, das sind nur Elfen. Also nur ist jetzt gerade witzig, wenn man sich anguckt, wie die mir gerade zugesetzt haben. Aber egal. Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und wahrscheinlich nicht mal das. So, was haben wir hier noch Schönes? Ey, das muss doch so müffeln. Was sich hier aus dem Sumpf die ganze Zeit hervorzieht. Ich laufe eigentlich gar nicht so, wie ich ursprünglich laufen wollte. Aber egal. Hauptsache, wir kriegen erstmal alle Schätze. Ich hole jetzt mal doch lieber Gerd. Sind das auch wieder Murgern? Oder was ist hier für eine Monsterparty? Ne, Elfen und Boggarts, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, könnte hinkommen. Boggart-Pestträger. Na, ihr habt hier echt eine tolle Heimat gefunden, oder? Ich glaube, wenn jemand den Namen Pestträger verdient hat, dann die Leute, die hier beheimatet sind, beziehungsweise die Gegner. Wobei, das wird man wahrscheinlich auch von den Leuten behaupten können. So, hier ist noch ein Schätzelein. Lass mich doch zu dir rein. Handschuhe der Gerechtigkeit. Ist bestimmt voll assi. Nehmen wir trotzdem erstmal mit. So, warte mal, das hier nervt mich immer. Weil sobald ich irgendwie auf eine Wand zusteuere, macht das mal so ein komisches Geräusch. Das nervt mich immer so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Also ich krieg da keine Aggression ausnahmsweise mal. Jetzt muss ich mir aber die Nase kratzen. Faszinierenderweise habe ich gerade festgestellt, so nach wie vielen Parts, 142 Parts, dass Gerda, ich glaube, sich gerade automatisch umgedreht hat zu dem Gegner, der eben da noch rumkrauchelt, nachdem sie den auf der anderen Seite getötet hat. Also, versteht ihr, was ich meine? War schon wieder ein bisschen kompliziert formuliert. Wow, cool. Das haben wir echt gut gesäubert. Ich weiß nicht, das sah am Anfang irgendwie alles so mega riesig aus. Aber wie gesagt, ich bin ja da auch immer so ein bisschen zurückhaltender, ne? Nachdem ich in diesem Let's Play schon so häufig mit meiner Prognose auch falsch gelegen habe. So, was ist jetzt hier wieder für ein einzelner Gegner? Auch sehr süß. Was meinst du, einzelne kleine Pups-Elfe denn bitte, was du hier ausrichten kannst? Hm? Sag mir das mal bitte. Jo, Schlöcher knacken. Das, was mir früher mal so viel Spaß gemacht hat, was jetzt einfach nur mal voll belanglos inzwischen ist. Ich glaube, ich habe neue Handwickel. Ich habe sie sowas vorhin. Die werde ich dann präparieren und euch dann in der nächsten Folge, wenn ich es nicht vergesse, damit auch in Empfang nehmen. Sehr cool. Hat sich das ja nochmal richtig gelohnt zum Ende hin, Mensch, ne? So, dann gucken wir mal, was es dort für ein kleines Lager gibt. Es sieht zumindest von außen nach einem kleinen Lager aus. Gerd, du gehst jetzt mal weg. Hab nämlich keinen Bock, dass du mir wieder im Gespräch irgendwie reinstöhnst oder so. Alpha-Lager. Verwundeter Soldat. Oh, nee. Ich hasse diesen Sumpf. Oh, ich kann es dir nicht verübeln. Also, es ist nicht mein Lieblingsort, aber ich habe mich mit dem arrangiert. Die Murgern, sie kamen wie aus dem Nichts. Ich glaube, den Leuten sollte ich lieber auch nicht erzählen, dass ich die Murgern ganz cool finde, oder? Hallo, ich grüße dich auch, Lucent Prin. Ich würde lieber gegen die Tuata kämpfen. Okay, als gegen wen? Als gegen die Murgern? Oder als hier im Lager bei den Verwundeten zu sein? Oder wer bist du überhaupt? Ich war einst ein Musterschüler in der Scholia Arcana. Mir stand eine glorreiche Zukunft bevor. Doch dann habe ich mir in Rathia einen einzigen Fehltritt erlaubt und jetzt bin ich hier als Feldscher.
und behandle voller Freude Verletzungen und Krankheiten. Voller Freude, ich glaube, das war mal voller Ironie, was er gerade gesagt hat. Der kommt mir aber total bekannt vor. Also sowohl seine Frisur als auch seine Stimme, sein Blick irgendwie. Weiß ich nicht, wette, in Rathia haben wir auch schon mal von dem gehört. Mel Senshir? Ich weiß, es klingt seltsam, aber ich bin beinahe froh, hier draußen im Sumpf zu sein. In diesem Lazarett ist irgendetwas Merkwürdiges geschehen. Okay, was denn genau? Können wir leider nicht präzisieren, Morgan? Wenn die Soldaten aus dem Sumpf zurückkehren, sind sie voller klaffender Löcher, die ihnen diese verfluchten Dreizacke der Murgern zugefügt haben. Okay. Ist mir noch nie so... Doch, wenn ich drüber nachdenke, ich habe die Dreizacke ehrlich gesagt nie so wirklich wahrgenommen, aber es ist auch schon ewig her, dass wir diese Gegner zum ersten Mal gesehen haben und ein bisschen genauer beäugt haben. Also bei mir zumindest. Schwemmwald? Als ich in diesen Sumpf kam, hatte ich mit allen möglichen Krankheiten gerechnet. Auf das hier war ich allerdings nicht vorbereitet. Überall sind Murgan und Banshaen. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Es hat sich voll gereimt. Ich weiß, es ist voll taktlos, das jetzt anzusprechen, aber es hat sich voll gereimt. Und ich freue mich immer, wenn gereimt wird. Banshaen? Ich habe noch nie einen gesehen. Aber alle, die im Kampf gegen sie verwundet wurden, hatten schwere Verbrennungen. So, als wären sie von einem Blitz getroffen worden. Ist mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich aufgefallen, dass das so Blitzviecher gewesen sind, aber okay. Boah, wir haben schon über 4 Millionen, alter Schwede, was sind wir bunzig. Fangt euch doch bitte eine Krankheit ein, ja? Mach mir doch eine Krankheit, du hast bestimmt genügend, die ansteckend sind, oder? Was ist das denn bitte für eine Verabschiedung? Ach, hier ist noch... Ach so. Seid gegrüßt. Der war gar nicht unser Auftraggeber. Stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Hallo Sinon Karak, ich grüße dich auch. Die Heldin von Mae Senshir? In diesem vermaledeiten Sumpf hätte ich euch nicht erwartet. Wir hätten für eine Reise durch den Schwemmwald keinen schlechteren Zeitpunkt wählen können. Naja, aber die ganzen Murgans und Banshaens, die sind ja vorher auch schon da gewesen, oder? Was sagst du zu den Banshaens? Widerliche Kreaturen! Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal in einem ihrer Sümpfe ende. Aber ihr werdet ja nicht auf Lebenszeit hier zu verdonnert sein, euch hier aufzuhalten, oder? Mae Senshir? Ich hatte mich vor dieser letzten Schlacht schon damit abgefunden, dass ich sterben würde. Doch als Balor fiel, war es, als wäre mir ein neues Leben geschenkt worden. Ein neues Schicksal. Ja, ist doch eigentlich was Gutes. Darauf kannst du doch aufbauen, oder nicht, Kapelle? Wir haben die Stimmen gehört. Daher wissen wir, dass er dort ist, und zwar ganz in der Nähe. Unsere Befehle bezogen sich jedoch nur auf die Aufklärung. Wir sollten uns möglichst davon fernhalten. Wann könnt ihr hier wieder weg? Der Ort scheint ja wirklich ein bisschen furchtbar zu sein, Murgan. Die Brut der Banshaen. Man findet sie an feuchten, widerlichen Orten wie diesem. Diese Dreizacke, die sie tragen, durchdringen Stahl, als wäre es Papier. Echt? Deshalb quiekt Gerd immer wie so ein abgestochenes Schwein, wenn er von ihr getroffen wird. Nein, macht er natürlich nicht, aber die Murgan, die haben wir auch schon in Dalentat getroffen. Die haben wir hier jetzt nicht zum ersten Mal gesehen. Und wer bist du? Ich bin der Alpha-Armee beigetreten, kurz bevor wir Mae Senshir zurückeroberten. Welch eine glorreiche Schlacht! Mein Hauptmann starb während der Belagerung, noch bevor Balor zu Fall gebracht wurde. Anschließend wurde ich befördert und damit beauftragt, die Straße durch den Schwemmwald zu sichern. Klingt nicht gerade nach der einfachsten Aufgabe, Kumpel. Und der Wald selbst? Irgendetwas stimmt mit dem Wasser in diesem Sumpf nicht. Jedes Jahr strömen Banshaen und Murgan dorthin zurück und dann kommen ganze Horden neuer Murgan wieder heraus. Puh, ich erschaudere schon, wenn ich nur daran denke. Oh mein Gott. Ich auch. Ich frage mich auch, wie ihr hier in eurem kleinen Camp überhaupt ein Auge zumachen könnt. Ich würde ja so eine Panik schieben. Was soll das heißen? Es sind diese verdammten Murgan. Wir sind genau zu ihrer Laichzeit hier angekommen. Sie überschwemmen den Sumpf und reißen meine Männer in Stücke. Ich weiß nicht, wie viele Banshaen da draußen sind, aber ich wette, es ist mehr als eine. Wenn ihr uns behilflich sein und alle Banshaen vernichten könntet, die ihr findet, wäre ich euch auf ewig dankbar. Haben sich die jetzt gespeichert, die wir schon aus dem Weg geräumt haben? Oder muss ich jetzt alle nochmal abklappern? Banshaen und Murgan? Ich weiß, schon die Vorstellung ist widerlich. Aber die Banshaen sind die Mütter dieser schleimigen Kreaturen.
Sie kehren jedes Jahr in diesen Sumpf zurück und spucken eine neue Welle von Murgan aus. Das klingt schon ein bisschen eklig, so ein ganz kleines bisschen. Ach so, guck mal, ich kann das ja auch direkt auswählen, das ist ja geil, ich habe sie schon besiegt. Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten. Besten Dank. Jetzt können wir vorstoßen und die verdammten Tuata in ihr Loch zurücktreiben. Nehmt das. Es ist nicht viel, aber vielleicht hilft es euch ja irgendwie weiter. Jawohl, wie cool ist das denn? Silvanit-Dolche. Schauen wir uns gleich mal an. Seid dort draußen auf der Hut. Ich gebe mir Mühe, ja, aber auch. Oh, mir tun die hier irgendwie alle voll leid, so. Okay, warte mal. Erstmal diese... Was war das? Irgendwas mit Silvanit-Klauen? Silvanit-Klauen waren das. Oder waren das die Dolche? Ich bin schon wieder zu blöd, mit 10 Sekunden zu merken, was ich gerade bekommen habe. Ich glaube, das war das hier. Aber das war doch weiß, oder erkennt man die Farbe gar nicht so? Also, wisst ihr, was ich meine? Egal, ich glaube, wir haben auf jeden Fall keine bessere Waffe gefunden, als das, was wir aktuell besitzen. Und ich möchte jetzt ganz gerne zu Küdern. Warte mal, ich will erstmal kurz schauen. Nee, das hier nicht. Nee, das mache ich ganz zum Schluss, weil wir werden dann in der nächsten Folge direkt damit starten, dort in dieses, wie heißt das? Irgendwas in Bonn, genau, in Bonnlach. Dann vorbeizuschauen. Ach hier, ich habe den Kringel die ganze Zeit nicht gefunden. Feindesfeuer. Oh, die Ecke, die mag ich irgendwie nicht. Weil ich damit diese Hallen der Prüfung assoziiere, die mir so viel Kummer bereitet haben. Obwohl das eigentlich ein bisschen weiter weg davon ist. Aber ich erinnere mich, hier war nämlich das Winterfeinlager. Und der Kühlern, das war der mit den verstrahlten Haaren. Mit den radioaktiven Haaren. Ja, das erkennt man doch schon auf 10 Meter hier. Hey Kühlern, ich habe gute Neuigkeiten. Hallo, nicht abhauen von mir. Nicht hinsetzen. Was machst du denn? Gutflows Stimme in diesem Land ist verstummt. Die Tuata sind verängstigt und lösen sich auf. Sie fliehen zurück nach Alabastra, um sich dort für den letzten Widerstand zu sammeln. Wir schulden euch viel. Unsere Augen sind offen und unsere Klingen bereit. Clurikon wurde zurückerobert, aber noch steht das Haus des Stolzes zwischen uns und unserem großen Ziel. Wir haben jetzt die Möglichkeit, weiter vorzudringen. Und ich kann euch zu einem alten Freund bringen, der weiß, wie der nächste Schritt aussieht. Ja, gerne. Ach, Ventrinho, von dem haben wir bisher viel gehört, aber ihn noch nie gesehen, ne? Ihr bringt mich zu Ventrinho? Ja, wir werden euch zu seinem dreckigen Turm auf der Insel Dunnestar bringen. Er hat sich in ihm verkrochen und ihn schon seit längerem nicht mehr verlassen. Nichts würde ich lieber tun, als ihn dort verrotten zu lassen. Aber er kennt eine Möglichkeit, den Wächter des Hauses des Stolzes zu überwinden. Aber der Weg, der vor euch liegt, birgt noch weitere Gefahren. Nehmt diese Klingen, um auf jegliche Schwierigkeiten vorbereitet zu sein, die euch in seinem Turm oder auch danach erwarten. Okay. Wie komme ich da hin? Kühlerns Feinklingen. Okay, das kann ich jetzt aber wirklich nicht verpassen. Geht voraus. Weit im Südwesten. An der Kelet-Küste findet ihr einen beschatteten Baum. Trefft euch dort mit mir, damit wir durch den Schatten zum Turm des Gnoms gehen können. Alin-Shir wird dort auf euch warten. Sie hat hartnäckig darauf bestanden, euch zu dem Totensammler zu begleiten. Sehr schön. Das passt mir echt gut in den Kram, weil das eben auch das nächste Gebiet wäre, was wir dann irgendwann mal erkunden. Wird dann wahrscheinlich in der übernächsten Folge soweit sein. Dann ist da... Die Insel Dunnestar wird durch Stein und Sturm vor Besuchern geschützt. Einst wurden Ausgestoßene des Hofes des Winters an ihre einsamen Ufer verbannt. Aber wir kennen einen geheimen, dunklen Weg dorthin. Er ist das Vermächtnis eines Hauses, dem Verbannungen nur allzu vertraut waren. Aha, irgendwie mag ich diesen Typen. Ich weiß, ich finde das irgendwie alles faszinierend, was er sagt. Ich finde, er strahlt auch irgendwie so eine Weisheit und Stärke aus. So ganz komisch. Ventrinho? Wir haben Ventrinho die Insel schon früher verlassen sehen. Aber bis vor kurzem befand er sich dabei stets in Begleitung. Normalerweise waren es Helfer. Und manchmal auch Leichen. Und einmal, vor nicht allzu langer Zeit,
wart ihr es. Okay. Faszinierend, Schattenfahrt. Mein Volk ist mit dem Exil auf der trostlosen Insel Dannestar vertraut. Um unsere Freiheit zurückerlangen zu können, hat uns das Haus der Sorgen einen Pfad zur Küste gebahnt, der durch lebende Schatten führt. Solange ihr eure Augen während der Reise geschlossen haltet, seid ihr in Sicherheit. Und hört nicht auf das Flüstern. Oh mein Gott. Das klingt irgendwie dezent beunruhigend. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, wenn ich jetzt von Vorfreude sprechen würde, würde ich lügen. Wie erreiche ich Ventrinho? Trefft euch an der Kaelit-Küste mit mir. Die Winterfeien kennen einen Schattenpfad zu Ventrinios Insel. Alles klar. Wir treffen uns bei dem beschatteten Baum an der Kaelit-Küste wieder. Okay. Habe ich verstanden. Ich habe echt ein bisschen so ein komisches Bauchgefühl, wenn ich daran denke, weil dunkel, stimm, gefährlich. Auf der anderen Seite werde ich ihn ja an meiner Seite haben und auch Arlin Shear, wenn ich das jetzt richtig kapiert habe. Aber okay, das ist ja noch Zukunftsmusik, ne? Wir werden ja jetzt in der nächsten Folge uns erstmal noch dem Schwemmwald widmen. Und hier werde ich auch erstmal gucken, wie sie reagiert, wenn wir ihr den Rucksack zurückbringen. Und dann geht es in der nächsten Folge auch direkt weiter nach Bonlach, wo uns dann die nächste Festung erwarten wird. So, wo ist sie denn? Da ist sie, direkt am Pfeil erkannt, die kleine Ariel. Ausgezeichnet. Ihr habt meinen Rucksack gefunden. Und der Schlüssel zu Bonlach ist noch drin. Gut, jetzt müssen wir nur noch das Artefakt finden. Um den armen Deot ist es wirklich schade. Er war ein fleißiger Arbeiter und hat sich nie beschwert. Naja, sowas kommt vor. Wir treffen uns drinnen und beginnen dann mit der Suche nach dem Artefakt. Okay, ich dachte nach der ersten Dialogbox schon, dass sie ihn irgendwie gar nicht betrauert, weil sie hat auf mich so gewirkt, als ob sie das überhaupt nicht die Bohne interessiert. Aber gut, müssen die halt wissen, wir kennen halt beide nicht. Wohin gehen wir? Ich gehe nach Bonlach und sperre mit dem Schlüssel die Tür auf. Wir treffen uns drinnen und suchen das Artefakt dann gemeinsam. Okay. Hatten wir ja vorher schon so vereinbart, ne? Das heißt, da wird dann auch unser Anfang sein in der nächsten Folge. Für diesen Part soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich danke euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!